Ja, moin und willkommen. Ich habe natürlich keine Pause gemacht. oder? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt dunkel. Okay, weiter geht's im Text. Ich werde jetzt gleich erstmal was ausprobieren. Nämlich, was passiert? Was passiert, wenn ich mit einer goldenen Behutsamkeitsschaufel ein Fenster hier rausschlage? Das funktioniert. Halleluja. Super. Gut, dann weiß ich das schon mal zu schätzen. Ich hole mir mal die Farbe hier. Ja, es wird bei weitem nicht genug sein. Aber dafür haben wir ja noch Rohstoffe. So. Oh, knurrt der Bauch jetzt. Wie immer tut nichts weh, aber ist halt nur so. Ja, jetzt habe ich blaues Glas. Das macht Spaß. Da mache ich mal Fenster draus. Ja. Erstmal 64. So, und ja, bei Horstieheim habe ich das auch so gemacht. Das habe ich gemeint. Hier so. Zack, zack. Zack, zack. Jetzt das raus. Ja, so und so wird nach und nach hier alles fertig. Ja, halt mal die Klappe, ich habe zu tun. ich brauche Lila Glas. Wusch. Nee, und für meine Begriffe heißt das Lila und nicht Lilla. Ich glaube, ich muss mal das Inventar etwas erleichtern. Ja, lila Scheiben machen. Das dürften auch genug sein, um dieses Gebäude zu versorgen. Ja, ich gehe da gleich rein und mache das von innen. Einmal ruhig. Ja, ich muss da rein. So. Ach du Sch. Was? Wie ist der da drinne gespawnt? Das muss aufhören, ehe ich hier Dorfbewohner herbringe. Alter. Da ist also irgendwo Spawnmöglichkeit. Also kann hier auch ein Creeper sein. Moinsen. Digga, geht mal gar nicht. Hier muss irgendwie Spawnmöglichkeit drinne sein. Ich denke, Spawnen geht nur bei absoluter Dunkelheit neuerdings. Wahrscheinlich ist irgendwo ein Ort hier, wo es absolut dunkel ist. Möglich. Wüsste ich nicht. Ja, das ist ausgeleuchtet. Leucht. Ist wahrscheinlich durch die Tür reingelaufen. Ach, guck mal. Oder hier durch die Fenster gestiegen. Ja, deswegen muss das hier zu. Ja, das muss. Mal hier noch eine hin. So. Deswegen muss das hier alles dicht. Anders geht das nicht. So. Ja, jetzt fange ich wieder an. Also diese Sache mit dem Blau-Lila abwechselnd gibt es sonst nur in Horstieheim. So, hier oben. Dann blau-blau, blau-blau, blau-blau. Blau, blau. Und
Lila, nicht Lilla. Was meint ihr? Wie heißt das? Lilla oder Lila? ja, Problem ist. Aber warte mal, aber das kann man. Das Problem kann man lösen. So. Ja, hier ist ausgeleuchtet, hier nicht. Gut. So, fängt unten an mit Blau und Lila in der Mitte. Wollen wir genau gespiegelt haben? So. Ja, und kann sein, dass ich heute nicht ganz so unterhaltsam und lustig und spaßig bin wie sonst. Bitte seht mir das nach. Ich lasse es derzeit locker angehen. Weil ich hatte jetzt wochenlang nichts als Stress, teilweise Ärger auch, weil bestimmte Sachen nicht so funktioniert haben, wie ich mir das gedacht habe. Ja, aber jetzt ist eigentlich alles gelöst soweit. Ich wollte gerade sagen, ich könnte morgen losfahren. Das stimmt nicht. Nö. Das sehe ich so mal gar nicht. Was ist das? Moment. Halt mal. Ich habe gerade Scheiße gebaut. Ich bin einen zu hoch gegangen. Dann kann ich die gleich wieder raushauen. Wie konnte das denn passieren? Ja, nicht aufgepasst, ne? Also, wenn ihr schon diesen Kram hier irgendwie feiert, wie man heutzutage sagt, dann freut euch schon mal auf das Interieur von unten, also von der unteren Etage. Da habe ich nämlich einiges vor. So, warum bin ich denn hier nicht hergegangen? Ich habe mich gleich gewundert, warum zum Geier habe ich nur so wenig an Fenstern zu setzen. Ich habe einfach eine Etage übersprungen. Tja. Und hätte ich eben nicht gedacht, so von wegen, warum ist denn hier noch gar nichts ausgeleuchtet, dann wäre mir das wahrscheinlich komplett entgangen. So. Und jetzt hier oben wieder Blau mit Blau. Ja, doch, auch das Glas ist endlich. So. Bitte auch ausleuchten. Danke. So, Holy Schissel. Ist das da unten ein Creeper im Wasser? Der ist despawned gerade. Okay, also die Türme sind hier, die vorderen Türme sind fertig. Na geil, ne? Wie geil ist das denn? So, nochmal schauen. Untere Etage, Blau, Lila in der Mitte. Und warte. Mach mal die Türen zu hier. Also während meiner Kreativstudie waren hier auch einmal, als ich reinkam, drei Creeper drinne. Das sollte möglichst im Nicht-Kreativ-Modus nicht passieren. Wäre schön, bitte. Danke. So.
Und hier das. Ich brauche unbedingt Crimson Holz. Denn hier die Zwischen... Sonst kann ich die Zwischenetagen hier nicht reinziehen. Ups. Digga. Nein. So, also die Goldschaufel wird allerdings wahrscheinlich dann demnächst auch kaputt sein. Alter, ist das schon wieder Nacht? Ich fasse es nicht. So. Das ist jetzt schon der zweite von 3 halben Litern Kaffee. Zwischendurch trinke ich immer Tee. Aber wenn der dritte Liter, wenn der dritte halbe Liter fertig ist, dann werde ich auch heute Feierabend machen. Ich weiß nicht, wie viel Material ich brauche. Wahrscheinlich, wenn diese Folgen hier ausgestrahlt werden, bin ich wahrscheinlich gerade voll auf der Tour. So, lass mich mal sehen. Ja. Gut. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier schon mal mit dem Interieur anfange. Ich weiß noch nicht, ob das soweit funktionieren wird. Ja, ich muss unbedingt Oktopoden schlachten. Jawohl. Da führt kein Weg dran vorbei. Die Schere packe ich hier mal rein. Hier, zack, zack, zack. Weißt du? Ja. So. Ach, hier haben wir noch Crimson Slabs. Alles klar. Dann kann ich eigentlich auch das wieder sauber mitnehmen. Weißt du? Komm mal her. Mach noch mal die 16 jeweils fertig hier. Kann nicht schaden. So. Aber jetzt. Wird schon. Aber ich habe kein Crimson Holz mehr. Ich brauche Druckplatten. Ich könnte auch artfremde Druckplatten machen, aber weißt du, also ich würde mal sagen, die hier kommt erstmal noch mal raus. Habe ich denn irgendwo vielleicht noch eine einzige Slab oder einen einzigen Vollklotz? Ja, hier ist noch eine Slab. Super. So. Läuft. Ja. Wir brauchen wahrscheinlich später einen Vollklotz, weil hier kommt noch was drunter. Oh ja. Was ganz wundervoll ist. Ach, ich kann es ja sagen. Ein Bahnhof. Übrigens habe ich inzwischen auch eine gute Planung für das Streckensystem, so dass man per Weichen einstellen kann, wo man hinfährt. Hört sich komisch an, ist es auch. So, ich nehme mal das hier raus. Und ich muss mal kurz rüber auf die Skizze, kleinen Augenblick. Wo ist denn... Ah ja, nee, das war die falsche Richtung. Ja, ich habe da meinen guten Irrfahren-View offen. Du hast doch den Irrfahren-View offen. Ja, ich brauche noch... Ja. Okay. Das wird alles sehr, sehr cool. Scheiße. Moment mal, ich muss mal kurz... einiges ändern. Ich habe gerade mein Irrfahren View nämlich geschlossen und das würde heißen, ich hätte die Skizzen nicht mehr auf dem Bildschirm. Da habe ich die Screenshots. Ja, da. So. Ja, das kann leicht mal passieren, dass man mal kurz die Escape-Taste drückt und dann ist man da draußen. Ich wollte eigentlich die Escape-Taste in Minecraft drücken, aber na, weiß Bescheid. Gut, ja, hier die schwarzen Teppiche, die möchte ich gerne schon mal hier hinlegen.
bist jetzt verwundert. Ja, es kann schon mal passieren. Hört das schon wieder Nacht? Flickste Axt. So, und dann brauche ich nämlich auch hier, kann ich das hier so... Ah ja, das geht auch im kleinen Crafting-Tisch. Das ist natürlich wunderschön. Gut. Sollte ich nicht machen. So. Okay. Also. Wird bald alles Sinn ergeben. Ich mach mal lieber die Fackeln hier oben dran. So. Was hat er nur vor? Ja, ein Bodenbelag. Dieser Bodenbelag wird allerdings wahrscheinlich irgendwann nochmal rausgerissen werden, nämlich genau dann, wenn wir unten den Bahnhof reinbauen. Aber for the time being, jetzt hatte ich beinahe Glas gelegt. Ah, das kann schon mal passieren. Warte mal. Ich müsste eigentlich in die... die Entwurfswelt einmal rüberschauen. Ja, das könnte ich auch tun. Und ich muss noch Material besorgen. Wahrscheinlich muss ich einmal rüber in den Tempel des Tobi und dort ein klein wenig kannibalisieren. Weißt du, erstmal machen wir das so. Ja, es wird jetzt ein bisschen gefährlich hier, weil ich jetzt hier eine ganze Menge Fackeln wegreißen werde. So, ja, ich weiß nicht. Also, es wäre bald ein Folgenende. Dann könnte ich das einmal kurz machen, in die andere Welt rübergehen, also in die Entwurfswelt. Nur um sicher zu gehen. Ja. Also hier. 1, 2. Okay, okay. Und dann einer davor. So, 1, 2 und einer davor. Und dann würde das hier... Es ist schwer, das jetzt abzumessen. 2... Einer davor und dann haben wir noch 2. Okay. Das bedeutet hier, hier, hier. Oh, jetzt fängt das an zu schütten da draußen. Sieht doch geil aus, ne? Ja, warum das Arkane Institut lila und blau als Farben hat, als Farbschema, habe ich euch wahrscheinlich noch nicht erzählt. Lila für das Netherportal, für die Farbe des Netherportals und blau für Lapis Lazuli. Es ist ja ein magisches Institut, ne? Ein Institut der Magie. Ein Institut der Flüssigwürze. So, ich habe ein Bett dabei. Guck mal, jetzt wo ich es gebrauchen könnte, ist da unten kein einziger Oktopode mehr. Ja, toll. Da weißt du, da vorne ist einer. Ich werde eine ganze Menge davon brauchen. Ui, ich habe eine Luftmurmel, da kann ich gut mit jagen gehen. Hä? Wo ist der Sack geblieben? Ah, da vorne. Bleib hier. Ich will dir doch gar nichts tun. Ich will nur deine Tinte. Gib mir deinen Sack. Du Pack. Ups. Kann man eigentlich auf der Axt Looting drauf machen? Der kann Fragen stellen, ne? Ja, kann er. Warte mal. Black Dye. Ja, so. Kann man so tun.
Na, das ist ja meine Ausbeute, ne? Ah, gut. Oder auch nicht. Wir können ja gleich noch ein bisschen durch die Gegend gehen und noch Oktopoden töten. Es ist aber gerade ein Folgenende und ich würde dann doch gerne einmal in die Entwurfswelt schauen. Weil hier ist eine Sache, die müsste ich klären. Und dann müsste ich einmal zum Tempel des Tobi und ein bestimmtes Material holen. Das wäre vielleicht auch gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier genügend Glas haben. Ja, nee, also genügend nicht. Wäre es vielleicht gut, dann doch noch ein bisschen Glas zu holen. Ja, aber weißt du was? Gib mir mal das Futter her. Ja, das könnte ich gleich auch noch reinziehen, die Zwischendecken. So viel zu tun, ne? Weißt Bescheid. Hundi, du nervst, deswegen nehme ich dich nicht mit. Wenn ich jetzt die Schafe nackig mache. So, weißt du. Komme ich da nicht dran? So. Super. Moin. O Volk der Schafe, das Schwert wird nicht über euch kommen, denn ihr seid so fluffig und weich und man muss euch nicht töten, um den Kram zu kriegen, den man braucht. So. So, ja, dann. Ach nee, ich könnte die auch gleich mal scheren, ne? Scheren mit Ä. So, ich denke, ich müsste und sollte bitte nicht das Bett an den Zaun stellen. Aus Gründen. So, ja, ich gehe mal kurz rüber in die Entwurfswelt und wir sehen uns dann danach, wenn ich hier nochmal die Schafe abschere. Nö, ich bleibe jetzt nicht AFK. Ich sage, ciao mit SCH wie Schafe oder Scheiße. Warum? Okay, also bis denne.